Guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Channel und herzlich willkommen bei mir. Ich habe ein Haul und immer wenn ich sage, ich mache jetzt Low-Buy, No-Buy, irgendwas, kein Buy, kein Kaufen, kein So viel irgendwas, Geld ich ausgegeben. gebe und so viel, zack, alles im Warenkorb und mitgenommen. So ist es auch diesmal. Es ist jetzt noch im Rahmen, sage ich mal. Klar, ich habe mir ein paar Dinge gegönnt. Dann werden wir jetzt einfach schauen, dass wir nächsten Monat, dazu wird es auch ein Video geben, weil denke ich mal, dass ich mir so eine Grenze setze und die auch ab nächsten Monat dann einhalten möchte. Ich weiß es nicht, ob es klappt oder nicht, aber es sollte einfach klappen. Ich hatte bei Look Fantastic bestellt und bei Sephora und dann hatte ich noch ein paar Schätze im Kleiderkreisel ergattern können. Ja, auf paar Schätze warte ich jetzt noch, aber dazu kommt dann ein anderes Video. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen Sephora und genau. Und Look Fantastic, das ist nämlich, ja, das ist wahrscheinlich die teuerste Bestellung, die ich je abgegeben habe. Zum einen habe ich mir gekauft zwei Pinsel. Einen, den habe ich schon. Das ist die Morphe M506. Er sieht da ein bisschen bauschig aus, wenn man ihn wäscht. Franzt da aus. Ich brauche, ich möchte das mal versuchen mit Klopapier umzuwickeln. Es gibt noch eine andere Variante, die hätte ich mir lieber kaufen sollen. Die 507, denn das ist so eine Spitze. Ja, der ist jetzt trotzdem spitz. Da sieht er noch gut aus. Hier ist er ein bisschen ausgefranst, aber für den äußeren Winkel optimal. Deswegen, ich habe ihn jetzt mindestens in 5- oder 6-facher Ausführung. Zu Hause absolute große Liebe. Und dann habe ich mir einen ganz neuen gekauft. Und zwar ist es die M514 Detail Rund Blender Brush. Das ist so ein runder, ja, ein kleinerer. Ich zeige euch mal den Zoeva 227 daneben. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass der wesentlich kleiner ist und rund gebunden. Ich bin sehr gespannt. Wir werden zusammen natürlich testen. Und warum ich bestellt hatte, ich wollte sie letztes Mal schon kaufen, habe mir aber gedacht, ich brauche keine große Palette. Ich bin auch kein großer Palettenliebhaber, das muss man schon sagen. Ich mag es eher klein und kompakt. Klein und kompakt, nein. Es darf schon so die Größe haben, vielleicht auch doppelt so groß, aber alles andere ist für den Alltag nicht zu gebrauchen. Da ich aber keine so eine Palette für den Alltag nutzen werde, das ist übrigens von James Charles. Ich habe ihn letzten Monat gesuchtet, seine Videos. Ich bin so durch seine Make-up-Zeug gegangen und auch wirklich, ich feiere den Kerl, der hat richtig was drauf. Der kann das richtig. Ich bin so begeistert. Auch allein das Packaging. Ich finde das viel, viel schöner als wie bei Jaclyn Hill. Als wie bei. Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Als bei Jaclyn Hill. Die Jaclyn Hill Palette habe ich mir nicht in groß gekauft, weil ich sie eben so groß ist und so viele Farben hat, die ich irgendwo schon in etwas kleineren Paletten habe. Das ist jetzt eine Palette. Ich habe ewig auf diese Look Fantastic Bestellung gewartet. Ich hatte, glaube ich, 20% von meiner lieben Sunny bekommen. Also sie hat mir einen Link zugeschickt, wie man das macht. Und da habe ich gedacht, yes, Baby, du gönnst dir diese wundervolle Tuschkastenfarben. Wenn man die hat, braucht. Die riecht ein bisschen streng, aber das ist, ja, ist halt einfach irgendwie so bei diesen. Das sind hochpigmentierte Pigmente. Das sind gepresste Pigmente. Ja, und ich finde das ganz, ganz toll, dass diese Transition, also diese Übergangsfarben und Farben, die man jedes Mal braucht zum Augen-Make-up, schwarz zum Beispiel, weiß, also das, was man öfters nutzt, größer ist und alles, was man nicht so oft nutzt, ne, dass man das in klein. Und ich werde, denke ich, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Palette haben. Mich hat einfach diese Videos inspiriert. Mein JJ, mein Schatz, hat so einen tollen Look damit schon kreiert und ich habe es einfach gefeiert. Die Folie, ja, ich werde das schon aufheben, klar, aber eigentlich braucht man das nicht. Jedenfalls nicht. Wäre schöner gewesen, hätte es hinten drauf oder eben an diese Seite. Ich finde, diese Palette ist ganz, ganz toll. Ich liebe schlichte Sachen mit Oho und das hat Oho. Ich finde, matt schwarz sieht sehr elegant aus und dann diese Lackfarbe drauf. Sehr, sehr schön und sehr gelungen. Ja, hat um die
50 Euro, glaube ich, gekostet und ich war dann irgendwie bei 36 Euro, ich weiß nicht, 46 Euro oder sowas bei Look Fantastic und die Pinsel kosten so um die 8 Euro. Finde ich in Ordnung, sind ja echte Haare, bin ich der Meinung. Muss mal gucken. Ich habe viele tolle Schätze. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. My Sunny Schatz hat mir auch was zugeschickt. Darüber bin ich. Okay, wir fangen an mit Sephora. Sephora hatte a Sale, irgendwie Parfüm-Sale. Ich habe mir nachgekauft Jil Sander Sun. Ich hoffe, mir fällt die Tasche nicht runter. Ich wäre sowas von sauer. Jil Sander Sun ist ein Duft, wo ich nicht genau wusste, ob ich ihn brauche oder nicht. Ich kann euch sagen, es ist wirklich ein schöner, intensiver Kokosnuss mit Sonnenmittel, also Duft, also ich habe schon mal da reingesprüht, also in den Deckel, aber es hat sich, ja, es war ein Angebot, waren 18 Euro, glaube ich, 100 Milliliter Parfüm, 75 Milliliter Eau de Toilette, weil es sehr intensiv ist. Ja, habe ich mir nachgekauft, irgendwie hat es mich gerissen. Dann habe ich hier dazu eine Body Shampoo, Hair Body und Shampoo bekommen. Ja, das gehört halt dazu im Set für 18 Euro unschlagbar. Dann durfte ein Jil Sander Sun Man mit, auch 75 Milliliter oder 100. Nee, 75 Milliliter hat um die 22 Euro gekostet. Und ich wusste, dass mein Schatz, der hat jetzt fast über eine Woche gewartet, bis ich den Haul abdrehe. Der Arme konnte kein Parfüm benutzen. Nein, Quatsch. Er hat noch andere. Habe ich ihn einfach mal mitgenommen, weil ich fand das gut. Ich mag den Duft tatsächlich. Erst habe ich gedacht, nee, mag ich nicht so. Aber irgendwie habe ich das mit diesen Jil Sander Düften, dass ich immer denke, ich mag die nicht, aber die gehen. 22 Euro völlig in Ordnung für 75 Milliliter. Er mag den Duft auch. Er hat sich sehr gefreut. Riecht männlich, aber frisch. Also es riecht nicht so männlich, diese typischen Männerdüfte, ja, wie Aftershave oder sowas. Nein, das hat noch so eine süße Note. Das gefällt mir sehr gut und vor allen Dingen an meinem Schatz umso mehr. Also er mag das und jetzt darf er das auch benutzen. Und mir habe ich noch Sunlight gegönnt. Ich fand irgendwie die Verpackung ansprechend, hat auch um die 18 Euro gekostet. Natürlich brauche ich das Ganze nicht, ja. Also davon mal ganz abgesehen. Ich habe den Duft noch nicht gerochen, aber ich dachte, Sunlight hört sich irgendwie so leicht an für die Sonne an. Hat 40 Milliliter und hat um die 21 Euro gekostet. Hier ist eine Bodylotion noch drinne. Und ich fand den Duft sehr angenehm. Wahrscheinlich würde ich ihn eher weniger nachkaufen. Ich weiß es nicht jetzt so am ersten oder zweiten Schnüffeln. Er ist sehr leicht, sehr also fruchtig, frisch, irgendwie blumig. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Ich werde mich freuen, im Sommer den mal drauf zu sprühen, als hätte ich nicht genug Parfüm, ne? Auf einmal habe ich den Sale gesehen und es war wirklich 50% auf Parfüms gewesen und ich dachte, ich schlag mal zu, obwohl ich sie nicht gebraucht hätte. Ja, die Kartonage finde ich sehr, sehr schön. Die hebe ich auf, der Rest kommt weg. Dann habe ich drei Dinge mir gegönnt. Zum einen habe ich von so, so vielen nur Positives gehört über den Fenty Beauty bei Rihanna Gloss Bomb, den hier. Und das ist Fussy oder Fassi. In so ein Rosé. Ich bin nicht unbedingt die Goldtante. Ich meine, ich habe etwas gelbliche Zähne. Und ja, irgendwie hat er mich Ich muss den interessiert. unbedingt haben. So sieht er aus. Wunder, wunderschön. Ich habe ihn noch nicht drauf gehabt, also wirklich nicht. Werde ich aber nächste Woche ein Schminkkörbchen nehmen oder übernächste Woche. Der riecht ganz, ganz lecker. Der riecht nach Bonbon, also das kenne ich schon, fühlt sich aber überhaupt nicht hochwertig an. Also ich hätte ihn viel, viel schwerer erwartet irgendwie und viel, ja, viel irgendwie, es wirkt so ein bisschen nach, ich würde jetzt sagen, sogar Essence oder Love wirkt ein bisschen hochwertiger vom Verpackungsmäßigen als der Rihanna. Und ich habe noch nicht so einen hochwertigen, mit eigen gekauften Geld Lipgloss, sagen wir mal. Er sieht schöner aus, als er sich anfühlt, muss ich sagen. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie der Ja. sein wird.
So viel dazu. Und mein Highlight meines Monats April. Ja, das habe ich im April bestellt gehabt. Natasha Denona Goldpalette. Ja. Ich habe viele, viele Reviews von Tati. Obwohl mein Sohn nennt immer seine Tante Tati. Von der lieben Tati, die eine wunderhübsche Frau ist. Wirklich. Also ungeschminkt, geschminkt, egal wie ihre Gestiken, ihre Mimiken, ihre, ja, ihr Erscheinungsbild, irgendwie dieses mit den Händen rum vor euch. Ich mag diese Frau, obwohl ich nicht die perfekt Englisch-Hörerin bin, auch, ihr wisst, auch sprechen tue ich nicht. Aber das war jetzt so, wo ich mir wirklich eine Review bilden konnte, wenn ich viele verschiedene Reviews angehört habe. Also Deutsche gibt es gar nicht so viele, deswegen möchte ich auch nochmal meinen Senf zu der Palette loswerden. Und da ist dieser Schatz. Ich hoffe, ihr erkennt diesen Schatz, der unglaubliche 113 Euro kostet. Das tut einem schon weh, wenn man das nur in die Hand nimmt. Das sind schon 7 Euro. ja, hier ist auch ein Spiegel dabei. Man kann die Palette auch umklappen, habe ich gesehen. Ich bin so, so vorsichtig. Man könnte sie auch depotten, glaube ich, und in eine Leerpalette stecken. Es sind und ich bin einfach dieser braune, goldene Typ. Ich trage super gerne Champagner auf den Augen, super gerne Brauntöne. Also ich variiere gerne. Es sind super schöne Duochrom-Geschichten dabei. Es sind wirklich, ich habe Swatches gesehen, ich habe ganz viele Looks. Ich habe mir, glaube ich, 14 Videos oder sowas durch diese Natasha Denona Dinger angeguckt und dann habe ich mich entschieden, okay, die Gold wird zuerst sein und dann guckst du. Also ich hätte fast schon noch die Star bestellt und dann habe ich gedacht, Moment, teste doch erstmal und dann entscheide. Ja. Und es wird natürlich eine ausführliche Review darüber geben, es wird mehrere Looks geben, weil ich finde, es ist schon krass, wenn ich mir eine Palette für 12 Euro kaufen kann, ja, die 15 Töne beinhaltet oder, also für 12 Euro, ne? Oder eine für 110 Euro oder 112, 13 Euro, deswegen müssen wir da einfach mal schauen. Nach langem Hin und Her, also jetzt kommen wir mal in Kleiderkreisel oder war es das? Ich glaube, das war es jetzt erstmal und ich muss, glaube ich, denke ich, los. Ich mache noch ein Haul, genau, ich mache noch ein Haul. Im Kleiderkreis, so Kleinigkeiten und sowas, ne? Okay, ich verabschiede mich. Ich denke, das reicht. Fülle, ah ja, 13 Minuten Geschwätz von mir. Reicht auf jeden Fall zu einem Haul. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns gleich eh wieder.